Also ich muss kurz mal was sagen, hier ist ein Hund, der sein Herrchen sucht. Also derjenige, der hier einen Hund vermisst, das wäre toll, wenn man sich um den kümmern kann. Und ich weiß nicht, wo er zuletzt gesehen wurde, irgendwo hier am Wagen. Genau, jetzt rufe ich mal nochmal Coco her. Ich weiß nicht, wo du bist. Ganz, ja, ganz kurz. Coco, bist du hier irgendwo? Ah ja, da kommt er. Und wir sind immer noch hier, trotz Regen. Juhu! Ich habe meinen Tabak verloren. Ja, wenn ich meine Hände kriege, ich kann nichts mehr. So, wir haben es geschafft bis hierhin. Und wir schaffen noch weiter. Also, diese Dasein, dieses Leben, unsere Dasein können wir selbst gestalten, so wie wir uns vornehmen. Nur wenn wir zusammenhalten, wenn wir zusammen sind, wird das möglich sein. Wir sind in eine Zeit gekommen, wo gefragt wird, zusammenzukommen. Und nochmal, ich erinnere, dass dieser Planet, die Erde, also von meiner Tradition her, wir sind Kinder dieser Erde. Wir kommen davon. Und wer es nicht glaubt, soll sich daran erinnern, wenn wir uns wenden an unsere Wurzeln, wo wir herkommen, unsere Ahnen. Wir sind bereits da und die werden uns unterstützen auf unsere Wege. Und ich wünsche uns allen, dass wir die Kraft und den Mut haben, uns für dieses Leben einzusetzen. Und nochmal die Erinnerung mit Liebe. Und wir sind bereit, auch euch zu unterstützen und die Mutter Erde kennenzulernen und lieben zu lernen. Unsere Dankbarkeit und unsere Liebe kann uns weiterbringen. Nur das kann uns weiterbringen. So, ich freue mich, dass wir hier, trotz des Regen, was es wie ein Segen uns hier reinigt, dabei sind. Und wünsche uns allen, dass wir diese Art der Veranstaltungen noch weiter halten und dass wir unsere Stimme erheben, dass wir präsent zeigen, dass wir uns immer wieder zeigen. Ayumasikunapa, das heißt, wir sind alle miteinander verwandt.